Dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Daniel Thun mit dem VfL Osnabrück als Tabellenführer zu Gast bei der Fortuna aus Köln. Der 14. empfing den ersten, die Kölner nach 7 Punkten aus 3 Spielen. Ja, nicht zum Punkten, verdammt. Und so spielten sie nach dem Motto, ein Zähler wäre okay, heißt hinten stabil stehen und nach vorne gucken, was so geht. Gelegentlich Vorstöße der Fortuna, wie hier über Robin Scheu, Ball landet bei Damani, geblockt in der 15. Minute. Hamdi Damani in den zurückliegenden 4 Spielen traf er 4-mal. Hier klappte es nicht. Überhaupt Spiel chancenarm. Die Mannschaften neutralisierten sich, alles sehr kampfbetont. Dann Balleroberung für die Osnabrücker und Pfeiffer handelt schnell, zieht aufs kurze Eck, aber Rehnen war da in der 36. Minute. Das war die beste Chance in der ersten Hälfte, weil die einzige. Pausenstand 0-0 und ansonsten sah es hier so aus. Kampf um jeden Millimeter, hart, aber nicht zu hart. 8 gelbe Karten, 6 davon für Köln. Fortuna-Trainer Kaczmarek gab es später zu, das war unser Mittel gegen den Tabellenführer. Und punktuell schnupperten sie an Torchancen. Siehe hier nach einer knappen Stunde. Und Achtung, was war da los? Pulido war mit der Hand dran, wie die Zeitlupe belegt. Es gab aber keinen Elfer, den es hätte geben müssen. Hier das Handspiel. Also ich würde mal sagen, ich bin da mit der Hand dran, ne? Aber... Es hätte dann den Elfmeter gegeben. Ja, natürlich. Hat's aber nicht, ne? Hat's nicht. Ich hab auf jeden Fall mit der Hand den Ball berührt, sehe ich gerade. War mir auf jeden Fall nicht bewusst, weil ich mich schützen wollte. Schiri hat nicht gepfiffen. War kein Elfmeter. Aber klar, dass wir danach fragen müssen. Ist doch völlig in Ordnung. Ehrlich und sympathisch, der Pulido, der frühere Kölner. Der Osnabrücker Plan, nicht in Kölner Konter laufen und es cool hinten raus entscheiden. 73. Minute, Tigges. Das war so eine Gelegenheit, hier spät im Spiel in Führung zu gehen. Er war wohl überrascht und haut das Ding ziemlich deutlich daneben. Die 2. echte Torchance für den Tabellenführer an diesem Abend. Ja, und dann war auch schon fast Spielende. 89. Noch ein letzter Anlauf. Klappt's mit dem Lucky Punch. Volley mit vollem Risiko. Wieder Tigges, aber er verzog. Und so blieb es am Ende beim 0-0. Es war kein schönes Spiel, aber ein großer Fight. Uns war klar, wir mussten mehr laufen, mehr sprinten, mehr Zweikämpfe bestreiten. Wir sind halt nicht auf Augenhöhe mit dem Tabellenführer. Die haben 20 Punkte mehr, also musst du Wege finden, um da draußen 50-50-Spiel zu machen. Tja, und die Osnabrücker, geplant war sicher mehr, aber am Ende fanden sie den Punkt zumindest auch okay.